Schwarzes Brett, Rundmail, ein Gespräch zwischen Tür und Angel. Es gibt viele Wege der Kommunikation. Der Hilfsdienst der Malteser in Mainz stellt seinen Mitarbeitern seit 2 Jahren Informationen über eine App zur Verfügung. Im Prinzip ist es so, dass die Mitarbeiter eben ihr Thema vorschlagen können. Das wäre jetzt als Beispiel, wann kommt die neueste Generation des Rettungswagens raus, den wir hier nutzen. Und dann wäre das dieser Snip, den der Mitarbeiter eben einreicht, ist für alle sichtbar und dieser Snip kann auch bewertet werden. Das heißt, man kann draufklicken und sagen, hey, das interessiert mich auch. Und dann geht es eine Prozentanzeige hoch, die für die Redaktion dann natürlich auch wieder ein guter Hinweis ist. Ist ein sehr, sehr gutes Medium, um gerade so Mitarbeiterbegehren bedienen zu können. Denn oft sind es ja auch Sachen, die man so gerade als Führungskraft auch nicht direkt mitbekommt. Für eine Berufsgruppe, die im Schichtdienst organisiert ist, bringt die App noch weitere Vorteile mit sich. Wir haben davor eigentlich immer das Medium der Rundmail genutzt. Vorteile des jetzigen Systems sind auf jeden Fall die visuelle Aufmachung natürlich. Also jeder Artikel hat ein großes Bild, ein Titelbild sozusagen. Man kann Eyecatcher einbauen, die Leute natürlich dann auch so ein bisschen auf das Thema stoßen. Und der größte Vorteil, den ich persönlich in dem System sehe, ist, dass das System immer erreichbar ist für die Kollegen. Auch mal, wenn es eben zur Schichtüberschneidung kommt, gehen halt oft Sachen verloren. Das sind aber Sachen, wenn sie jetzt nicht elementär wichtig für den aktiven Dienst sind, die man sehr, sehr gut über dieses System eben abbilden kann. Die App für Mitarbeiterkommunikation IKAP ist seit 4 Jahren auf dem Markt. Mittlerweile ist sie bei über 150 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen im Einsatz und der Bedarf steigt, sagt Geschäftsführer Manuel Konrad. Es gibt eigentlich fast keinen Geschäftsführer, ja, den man fragt, oh, wie läuft denn die interne Kommunikation bei dir, der einem dann sagt, oh, richtig gut. Corona hat das Ganze eben nochmal verstärkt. Das Bedürfnis nach Kommunikation in der Belegschaft sehr, sehr stark gestiegen ist. Die Höhe der Einrichtungsgebühr ist abhängig von der Größe des Unternehmens und startet bei 125 Euro pro Monat. Die Einrichtung beim Kunden ist schnell erledigt. Wir kriegen einen Kunden innerhalb von 24 Stunden live, können die Umgebung einrichten und ihm alles soweit zur Verfügung stellen, dass er damit arbeiten kann. Und in der Regel machen wir auch noch eine Schulung, wo wir, ich sag mal, die Administratoren unserer Kunden oder die das Ganze dann betreuen und moderieren, 1 bis 2 Stunden schulen. Als Unternehmen, das eine Mitarbeiter-App einführt, empfehlen wir eigentlich immer schon, mindestens 2 Wochen das Ganze vorzubereiten. In der Regel macht unsere App total viel Sinn, wenn man mehr als 30, 40 Mitarbeiter hat und vor allem Mitarbeiter hat, die keinen Büroarbeitsplatz haben. Und das ist im Gesundheitswesen eigentlich sehr, sehr häufig der Fall. Da gibt es Krankenhäuser. Was wir auch sehen, ist im Pflegesektor ambulante Pflegedienste, die halt sehr viel unterwegs sind. Also grundsätzlich kann man sagen, dass die Reaktionen auf das System, die wir jetzt gemacht haben, durchweg positiv sind und ein bisschen besser angenommen werden als die Mail. In manchen Bereichen ist die Massenmail an die Kollegen einfach nötig. Aber gerade wenn es darum geht, Informationen, die nicht akut wichtig sind, also wirklich jetzt sofort, ein bisschen besser eben an die Leute zu verteilen, an die Kollegen und auch die Akzeptanz zur Aufnahme dieser Sachen ein bisschen zu steigern, indem die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, es eben dann zu lesen, wann sie möchten.